Jedes Jahr wird die beste Mannschaft Europas über die Champions League ermittelt. Aber heute wird der Sieg über ein FC 24 Champions League Battle entschieden. Das Konzept ist einfach. Ich habe alle 32 Teilnehmer der diesjährigen Champions League Saison auf dieser Karte hier verteilt. Danach wird vor jedem Spiel per Glücksrad bestimmt, welches Team angreifen muss und mit dem Pfeil in welche Richtung angegriffen werden muss. Die beiden ausgewählten Vereine spielen dann ein direktes Duell gegeneinander. Der Sieger bekommt dann das Gebiet des Verlierers und darf weiterhin vom Champions League Pokal träumen. Der Verlierer hingegen scheidet sofort aus. Und wir wiederholen das Ganze so lange, bis am Ende nur noch ein Team übrig ist, das den Champions League Battle Pokal gewinnt. Und damit drehen wir zum ersten Mal heute das Glücksrad und der erste Angreifer wird direkt Inter Mailand. Und für sie zeigt der Pfeil nach rechts. Die müssen direkt Bayern angreifen. Na dann, Anpfiff. Auf geht's, die wilde Fahrt. Und wir sind schon in der 58. Minute. Bisher ging wenig bei beiden Teams. Vielleicht jetzt. Masraoui, Flanke, kommt gut. Harry Kane, was ein Volley. Was ein erstes Tor in diesem Champions League Battle. Und Harry Kane muss als Torschütze jetzt auch den Platz verlassen, denn gespielt wird im Survival Mode. So haben auch die kleineren Teams eine Chance und es bleibt heute bis zum Schluss spannend. Inter hingegen hatte nur mehr dieses Schüsschen als Chance. Bayern gewinnt das erste Spiel mit 1:0, schnappt sich Inters Gebiet und die Mailänder sind ausgeschieden. Aber ein Milan-Spieler darf trotzdem weitermachen. Lautaro Martinez wechselt zum FC Bayern. Denn das habe ich euch noch nicht gesagt, der Sieger des Spiels darf sich als Belohnung immer einen Spieler vom Gegner stehlen. Und wir springen wieder zum Glücksrad für den nächsten Angreifer. Kopenhagen oder Newcastle? Es wird Newcastle. Und wohin geht's? Antwort: nach oben. Und dort warte meine Schweizer Freundli, ist die Young Boys Bern. Knackig. Knackig war auch der Start der Young Boys. Sie versteckten sich nicht, kamen früh zur ersten guten Chance und nach einem Freistoß aus dem Halbfeld klingelte es im Kasten der Engländer. Auch wenn Torwart Pope gar nicht gut aussah. Ich meine, was macht der Kerl da? Doch damit verlieren die Young Boys natürlich auch einen Spieler. Das könnte die Chance für Newcastle sein. Und genau so kam es auch. In Durchgang 2 drückte Newcastle auf den Ausgleich und plötzlich fiel Alex Isak der Ball 7 Meter vorm Tor vor die Füße und das ließ er sich nicht nehmen. Ausgleich. In der Nachspielzeit versuchte es Newcastle noch spektakulär per Fallrückzieher, aber naja. Nach 90 Minuten stand also kein Sieger fest. Es musste eine Verlängerung her und dort erzielte Joey Linton das Siegtor für Newcastle. Die Engländer vergrößern also ihr Gebiet, holen Nsame als Neuzugang und die Young Boys sind raus. Die ersten zwei Spiele sind also durch, doch euch erwarten in diesem Video heute noch 29 hochdramatische und mega spannende Matches. Und ich will nicht zu viel verraten, aber von Überraschungssiegen über dramatische Last-Minute-Tore und ganz wilde Transfers wird heute wirklich alles dabei sein. Und apropos dabei sein, wer ist als nächstes dabei anzugreifen? Feyenoord Rotterdam. Und für die Niederländer geht's nach oben rechts ins Niederlande-Duell mit PSV Eindhoven. Und Eindhoven hatte den Horrorstart, kassierte in der 16. Minute eine rote Karte und beim nachfolgenden Freistoß sogar dann noch das Gegentor. Aber auch hier wieder, Freunde, wo steht denn der Torwart? Und das ist ganz, ganz bitter, denn PSV verlor am Ende mit 0:1, musste Feyenoord das Gebiet schenken und außerdem noch Erwin Lozano überlassen. Sicherlich kein Gebiet überlassen will der nächste Angreifer, Red Bull Salzburg. Für die Österreicher geht's nach unten links gegen RC Lens. Und die Bullen wollten zu viel, liefen direkt in einen Konter und Lens ging früh mit 1:0 in Führung. Salzburg-Torwart Schlager konnte mit einer Glanzparade Schlimmeres verhindern und im zweiten Durchgang erwachte Salzburg endlich. Lens-Torwart Samba hielt kurz vor Schluss überragend, doch dann Minute 90 plus 1 und die Elfmeterchance für Salzburg. Oh, was ein Druck, Keuter legt sich die Kugel zurecht und trifft, oh, aber Samba war da fast dran. Auch das Spiel ging also in die Verlängerung. Doch wieder standen die Salzburger extrem hoch, liefen in den Konter und Sotoka machte in Minute 117 den Deckel drauf. Doch halt, nicht so schnell. Salzburg hatte noch eine Chance. Der Ball schlitterte aber Millimeter am Tor vorbei. Lens wehrte den Angriff erfolgreich ab, holte sich Capaldo als neuen Spieler und feierte mit dem Viking Clap mit den Fans. Ob Barcelona auch was zu feiern hat? Die sind auf jeden Fall der nächste Angreifer. Und die Reise geht für die Katalanen nach oben rechts. Newcastle United lautet der Gegner. Und die Engländer erwischten auch den besseren Start. Bruno Guimarães einfach mal versuchen. Kekolasso. Hui. Aber in der Wiederholung sehen wir Ter Stegen. Der hatte da auch eine Mitschuld. Doch Barca antwortete sofort. Und natürlich war es Robert Lewandowski, der den Ausgleich erzielte. Und dann direkt unter die Dusche ging. Newcastle war also wieder am Zug und kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Joey Linton wieder die Führung her. Barca war frustriert, das merkte man und Gündogan zeigte das auch, holte sich für dieses blöde Foul die rote Karte ab und in Minute 87 knipste Sandro Tonali bei Barca die Lichter aus. Newcastle gewinnt das zweite Spiel und Barca ist früh im Champions League Battle raus.
Klassiker. Und Newcastle, die haben sich mit Robert Lewandowski und Marc-André Ter Stegen direkt die zwei besten Spieler vom Barca geschnappt. Und falls du dich jetzt fragst, Sekunde, warum bekommen die jetzt plötzlich zwei Spieler? Ganz einfach erklärt, Freunde, je öfter ein Team heute in diesem Battle gewinnt, desto mehr Spieler dürfen sie sich als Verstärkung ins Team holen. Der Newcastle-Kader sieht schon richtig stark aus. Wie sieht das jetzt beim nächsten Angreifer aus? Das ist Benfica. Naja, Kader ist okay. Angegriffen wird jedenfalls nach rechts und dort ist Atletico Madrid. Und nach einem frühen Tor von Rodrigo de Paul war auf der Partie auch direkt der Deckel drauf. Rafa wechselte zu Atletico und die Madrilenen bekamen Benficas Gebiet dazu. Es geht hier Schlag auf Schlag, Freunde. Wieder dreht sich das Glücksrad und wieder muss Lens antreten. Dieses Mal aber als Angreifer nach unten rechts gegen Feyenoord. Bis zur 65. Minute sollte in dem Spiel nichts Spannendes passieren. Also, außer dass ein Spieler mal die Eckfahne umgerannt ist. Doch dann brachte wieder Florian Sotoka Lens in Führung. Feyenoord ließ das aber überraschend kalt. Im direkten Gegenzug war es Jimenez, der den schönen Ausgleich erzielte. Nachdem die reguläre Spielzeit wieder keinen Sieger hervorbrachte, musste wieder eine Verlängerung her und wie gegen Salzburg konterte Lens, Wahi setzte zum Sprint über den halben Platz an und behielt die Nerven im Abschluss. Lens gewinnt knapp mit 2:1, hat bereits ein stabiles Gebiet und mit Hanko und Zerouki auch zwei stabile Verstärkungen geholt. Stabil ist das Stichwort am Glücksrad, denn der FC Bayern wird zum Angriff aufgefordert. Stabil. Und laut Pfeil muss dieser nach links ausgeführt werden. Dort wartet Neapel. Und wie praktisch, in der FotMob-App sehe ich auch schon direkt, dass dieser Champions-League-Kracher heute ansteht. Denn natürlich, Freunde, bin ich allen Champions-League-Battle-Teilnehmern ganz einfach auf FotMob gefolgt. So bin ich völlig automatisch up-to-date, was den aktuellen Fußball betrifft und verpasse keine wichtigen News mehr. Und wenn ich mir die wilden Fehlschüsse bei Bayern gegen Napoli so angucke, dann würden mich doch glatt die aktuellen Spieler-Ratings interessieren. Was sagt FotMob bei Musiala zum Beispiel? Der macht bislang ein grottenschlechtes Spiel, das sieht man ja auch an den Stats. 2 Schüsse, 0 Tore, 0,08 Expected Goals. Das ist einfach nix. Auf der anderen Seite läuft's bei Napolis Osimhen auch nicht besser. Der hat laut Live-Statistik noch nicht mal einen Torschuss. Und kein Wunder, wenn er hier im Strafraum der Bayern einfach so stehen bleibt. Der Bayern-Trainer hat dann scheinbar auch auf die Live-Statistik von Musiala bei FotMob geguckt und ihn für Goretzka ausgewechselt. Und Leon Goretzka, der sollte direkt wichtig werden. Leroy Sané mit dem Freistoß findet Goretzka. Oh, knapp daneben. Das wäre ein super Joker gewesen. Ich habe ihn trotzdem zu meinen Lieblingsspielern in FotMob hinzugefügt, denn so bekomme ich alle Infos zu seinen Leistungen und Statistiken und das auch, ohne seinem Verein folgen zu müssen. Sehr, sehr coole App und ein Muss für jeden echten Fußballfan. Und das seid ihr doch wohl alle, oder? Falls du FotMob noch nicht kostenlos heruntergeladen hast, dann klick jetzt auf den angepinnten Kommentar oder scan diesen QR-Code hier, um von nun an keine Fußball-News mehr zu verpassen. Und apropos verpassen, vielleicht geht hier kurz vor Schluss was. Goretzka hat das Auge für Martinez, der zieht per Trivela ab und der Ball ist im Tor. Endlich ist der Bann gebrochen. Und dann war auch Schluss. Bayern gewinnt auch das zweite Spiel knapp mit 1:0, schnappt sich Napolis Gebiet und mit Quaradonna und Di Lorenzo auch zwei sehr, sehr starke Transfers. Der FC Bayern-Kader ist jetzt von den Ratings her eine echte Wucht. Den muss heute erstmal jemand schlagen. Ja, das ist richtig. Aber vielleicht ja schon der nächste Verein im Battle, der FC Sevilla. Für die Spanier geht's aber nach unten links. Manchester United heißt dort der Gegner. Und die Red Devils waren alles andere als teuflisch, waren vom Spiel komplett abgemeldet. Es spielte nur Sevilla. Die hatten einfach 85% Ballbesitz, Bruder. Doch United-Torwart Onana hielt Weltklasse gegen Lamela und dann auch noch einen unhaltbaren. Suso, Flanke kommt gut. Rakitic, was ein Safe Posten! Rakitic! Oh mein Gott, was eine Chance! Und was eine Parade! Und so rettete sich United in ein Elfmeterschießen, in dem die ersten 4 Schützen jeweils souverän treffen konnten. Mal gucken, ob das jetzt auch Martial gelingt. Der ist nicht gut und den hat der Keeper. Ein bitterer Fehlschuss, denn die nächsten 4 Elfmeter waren allesamt wieder im Tor. Und Marcus Acuña hatte den Matchball. Acuña, linke Ecke, eiskalt, Sevilla gewinnt und Man United ist raus. Bruno Fernandes aber nicht, denn der war Sevillas Wunschtransfer. Hat das Glücksrad jetzt auch eine Wunschmannschaft parat? Antwort, ja, den FC Arsenal. Die Gunners müssen ihr Glück nach unten links versuchen. Tja, Real Madrid erwischt. Das ist bitter. Denn Real war eine Nummer zu groß für die Londoner. Einzig Torwart Ramsdale konnte ein Schützenfest verhindern. Bei Joselus Gegentor kurz vor der Pause war aber auch eher chancenlos. Arsenal hingegen hatte offensiv genau diesen geblockten Schuss von Ødegaard. Das war's. Somit am Ende ein knapper, aber mehr als verdienter Sieg für Real, deren Gebiet weiter wächst und die auch noch Gabriel Jesus dazu bekommen. Jesus hat das Glücksrad zwar nicht zu bieten, doch es wird dennoch göttlich. Schalke 04 heißt nämlich der nächste Angreifer. Ja, glaub ich, Senor.
und ja, ich weiß, Freunde, die spielen zweite Bundesliga und nicht Champions League. Aber Roter Stern Belgrad, die schon. Die Mannschaft gibt's aber leider nicht in FC 24 und der FC Schalke 04 ist da natürlich der perfekte Ersatz. Und der Pfeil zeigt für Schalke ausnahmsweise mal nach oben. Eigentlich ein gutes Zeichen. Aber nicht, wenn dort der FC Bayern als Gegner wartet. Oh Gott, vielleicht sehen wir hier jetzt wieder so ein 8:0. Es schien jedenfalls so, denn Martinez traf früh zum 1:0. Doch Schalke gab sich nicht auf, kam nach einem Eckball fast zum Ausgleich und plötzlich war es tatsächlich soweit. Simon Terodde behauptet den Ball überragend auf Karaman und der zieht ab und der ist drin? Huhu! Ich sag's euch, Freunde, Schalke liefert hier heute die Sensation. Torwart Fährmann tat jedenfalls alles dafür, zeigte einige spektakuläre Paraden. Doch Ex-Schalke Goretzka und King Coman sorgten mit zwei weiteren Toren für klare Verhältnisse. Schade, Schalke, aber ein weiteres Gebiet für die Bayern, die sich nicht drei Transfers, sondern nur einen von Schalke holen. Der Goat Simon Terodde, denn das ist der einzige Schalker, der Bayern weiterhelfen kann. Der einzige, der mir jetzt weiterhelfen kann, ist das Glücksrad und es will Porto als nächsten Angreifer sehen. Für die geht's jetzt nach oben gegen das nächste deutsche Team, Union Berlin. Aber die Unioner sind einfach eher zweite Liga als Champions League aktuell, kassieren zwei Tore und verlieren sowohl ihr Gebiet an Porto als auch Robin Gosens. Verlieren will der nächste Club sicher nicht. Es wird Real Sociedad. Und die können laut der Karte sowieso nur gegen die Bayern spielen. Der FC Bayern, der ist aber schon richtig gut reingekommen in dieses Champions League Battle, Freunde. Musiala war zweimal nah am Führungstreffer, doch den erzielt den Versuch Nummer 3. Dann Kvischer Kvaratskhelia. Oyarzabal hatte in letzter Sekunde noch die Chance für Sociedad, doch Neuer war zur Stelle. Bayern konnte das vierte Battle in diesem Video und ein weiteres Gebiet gewinnen. Ach so, und die vier Transfers von Merino, Remiro, Oyarzabal und Lenormand dürfen natürlich auch nicht fehlen. Und auch der Champions League Titelverteidiger darf nicht fehlen, deshalb ist Man City auch der nächste Angreifer. Könnte direkt ein Duell mit Bayern werden, doch der Pfeil geht nach oben rechts und dort ist der AC Mailand zu Hause. Hoppala, und Milan ist gleich mal dick da, 7. Minute und da ist auch schon die Führung. Milan machte genauso weiter, Ederson hielt City aber mit dieser Glanzparade gegen Leao im Spiel. Im Gegenzug verursachte Giroud dieses komplett unnötige Foul und beim anschließenden Freistoß schraubte Erling Haaland sich hoch und traf um 11 Meter Punkt, sehenswert. Zum Ausgleich. Freunde, der Kerl ist wirklich eine Maschine. Das trifft übrigens auch auf Bernardo Silva zu. Schönes Zuspiel von Grealish. Der Portugiese dreht das Spiel für City. Und das war am Ende auch der Endstand. Und schwuppdiwupp, neues Gebiet für die Citizens und mit Theo Hernandez einen Weltklasse Linksverteidiger dazu gewonnen. Der Franzose kann sich auch direkt im nächsten Spiel beweisen, denn das Glücksrad ist auf Galatasaray gelandet. Der Pfeil zeigt für Gala nach rechts und dort ist eben Man City. Wir sind auch schon in der 65. Minute, Freunde. Da spielt De Bruyne zu Grealish und der muss nur noch ins leere Tor einschieben. Und City wollte das Spiel zumachen. Haaland rannte alleine auf Torwart Muslera zu. Doch der hielt Gala mit zwei absoluten Monsterparaden hier noch in der Partie. De Bruyne brach sich in dieser Situation noch den Rücken und in der letzten Minute brach Mauro Icardi Man City. Gala jetzt vielleicht nochmal. Flanke kommt gut, Icardi! Da ist er, der Ausgleich. Was ein spannendes Fußballspiel, in dem jetzt ein Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen muss. Haaland mit dem ersten für City. Boah, ist der schlecht. Vorteil für Gala, Icardi. Boah, wow, der verschießt auch. Und auch die nächsten drei Schützen, De Bruyne, Mertens und Bernardo Silva, sollten allesamt verschießen. Bruder, was ein wildes Elfmeterschießen. Zaha, der trifft jetzt aber für Gala. Danach traf Foden für City, Demirbay verschoss für Gala und es ging in sudden death. Gala hatte dort zwar den Nachteil, immer als zweites schießen zu müssen, dennoch hielten die nächsten vier Schützen dem Druck stand. Doch dann vergab Josko Gvardiol für Man City und Bowie hatte den Matchball. Bowie kann Man City aus dem Champions League Battle rauswerfen und wie frech! Mitten im Elfmeter in die Mitte macht das. Und hoppala, dicke Überraschung, dickes Gebiet für Gala plus Erling Haaland und Manchester City. Tschüssikowski, schöne Reise. Weiter zum nächsten Angreifer, PSG. Und die Richtung des Angriffs ist nach oben links. Scheichduell mit Newcastle United. Viel gab dieses Spiel auch nicht her. Eine gute Chance von Newcastle, dann aber dieses extrem dämliche Foul und der anschließende Elfmeter, den Mbappé... Halt, stopp! Wo glaubt ihr, hat er den Elfmeter hingeschossen? Pausiere jetzt das Video und schreib die Zahl, wo du glaubst, unten in die Kommentare. Und wir lösen das Rätsel auf. Es war die 4. 1:0 war hier auch das Endergebnis. PSG nimmt Newcastle raus und Mbappé bekommt mit Lewandowski Konkurrenz im Sturm. Und zum Sturm bläst jetzt auch Lazio Rom. Und für die Römer geht's Richtung Südwest.
gegen den BVB. Ja, und guten Morgen, ihr schwarz-gelben Schlafmützchen. Ex-Borussia Immobile trifft früh zur Führung für Lazio. Dortmund hatte aber Glück im Unglück, denn direkt nach dem Gegentor ratierte Cataldi Marco Reus komplett aus dem Leben und holte sich sehr verdient die rote Karte ab. Das geht einfach nicht. Und zwei Mann mehr auf dem Feld, das half dem BVB natürlich. Und Marcel Sabitzer so, oh Freunde, Sabitzer hat ganz viel Platz, kann er abziehen. Ja, lecco mio, das ist das Tor des Turniers bisher. Dortmund hatte noch Chancen auf den Sieg. Lazio rettete sich aber in die Verlängerung und ging wie aus dem Nix nach diesem wilden Seitfallzieher-Tor abermals in Führung. Die Uhr tickte gnadenlos vor die Borussia. 10 Minuten waren noch zu spielen. Doch Brandt hatte das Auge für Füllkrug. Der glich aus und es ging. Elfmeterschießen. Und so ein spannendes Elferschießen habe ich noch nie gesehen. Nach den ersten 10 Schützen war noch keine Entscheidung gefallen. Im Sudden Death knisterte die Luft förmlich vor Spannung. Die ersten 5 Schützen blieben cool, doch dann kam Lazio-Keeper Provedel. Es ist das Torwartduell Kobel gegen Provedel und Provedel setzt den an die Querlatte. Das gibt's nicht. Der BVB ist weiter und Lazio rum ist raus. Luis Alberto wechselt zu Dortmund ins Ruhrgebiet. Das Glücksrad will RB Leipzig als Angreifer sehen und der Pfeil sagt, bitte doch nach links gegen Braga. Die Portugiesen gingen auch per Flugkopfball in Führung. Leipzig blieb aber cool, schenkte Braga 3 Tore ein und sicherte sich das Gebiet. Plus Starspieler Al-Musrati. Ha, ich wette, der kam mit dem Maserati aufs Trainingsgelände gefahren. Ha, oh Gott, war der schlecht. Im nächsten Spiel musste sich dann Antwerpen nach oben gegen Sevilla beweisen. Ging aber nicht gut aus. En-Nesyri sicherte Sevilla das neue Gebiet und Tobi Alderweireld. Und im darauffolgenden Spiel war es der FC Kopenhagen, der angreifen musste. Und zwar nach oben links gegen den BVB. Die Dänen hatten eine gute Chance. Kobel war aber zur Stelle und nach dem Eckball köpfte er leer für den BVB zum 1:0 Siegtreffer ein. Die 2 Transfers für Dortmund, die sind in dem Fall nicht der Rede wert, aber das größere Gebiet, das schmeckt natürlich. Denn das größtmögliche Gebiet will hier heute jeder und jetzt will es auch Real Madrid wissen. Wohin geht der Pfeil für die Königlichen? Unten links. Spanisches Duell mit Sevilla also. Und wow, was ein Start von Real. Sie spielten Sevilla förmlich an die Wand, erzielten 2 frühe Tore und hatten gute Chancen auf den 3. Treffer. Aber 5 Minuten vor Schluss gelang Sevilla durch En-Nesyri wie aus dem Nix der Anschlusstreffer. Sevilla gab alles und drückte, hatte noch 2 weitere Chancen. Kepa hielt aber den knappen Sieg für Real fest. Und das Gebiet von Real Madrid kann sich jetzt auch schon wirklich sehen lassen. Dann haben sie auch noch Bruno Fernandes und Marcos Acuña als Belohnung bekommen. Und die dürfen direkt Gas geben, denn der nächste Angreifer ist wieder mal der BVB. Und es geht nach unten links gegen Real Madrid. Und Freunde, was war plötzlich los mit Real? Es spielte nur die Borussia. Alea knipste das 1:0. Und auch im 2. Durchgang war von Real rein gar nichts zu sehen. Dortmund hingegen spielte weiter mutig nach vorne. Brandt erzielte sogar das 2:0. Doch das war leider knapp abseits. Am Ende sollte das aber egal sein. Dortmund schockt Real Madrid, übernimmt deren riesiges Gebiet und gönnt sich auch noch Vinicius Junior, Federico Valverde und den verlorenen Sohn Jude Bellingham. Damit sind wir bei den letzten 10 Teams im Champions League Battle angekommen. Unter anderem sind mit Leipzig, Dortmund und Bayern auch noch 3 deutsche Vereine am Start und auch Galatasaray. Denn die sind jetzt der nächste Angreifer. Und es geht für die Türken nach oben rechts. Gut, im letzten Eckchen gegen Shakhtar Donetsk. Und Gala hat ja mittlerweile Haaland. Der hatte bei den ersten beiden Schüssen noch Startschwierigkeiten. Dann schoss er aber den Ball durch das Tor durch. Junge, was ein Laser. Das reicht ja auch für einen schmalen 1:0-Sieg für Gala. In einem kleinen Gebiet und einem Transfer, der wirklich niemanden interessiert. Was uns aber alle brennend interessiert, ist, wer als nächstes angreift. Celtic Glasgow. Laut Pfeil geht's für die Schotten nach oben links. RC Lens mal wieder. Viele Chancen gab's nicht in dem Spiel. Samba hielt diesen unhaltbaren für Lens. Dann war Schluss. Und wieder musste ein Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen. Doch Lens verlor dieses Mal komplett die Nerven. 2 schlechte Elfmeter. Und plötzlich hatte Celtic schon den Matchball. Bernabei trifft er. Ist Celtic weiter? Yep. Und so ist es auch. Das Gebiet von Celtic erweitert sich also. Und Lens Torwart Samba hat jetzt auch ein neues Zuhause. Und auch er darf sich gleich beweisen, denn Celtic will direkt nochmal angreifen. Nach unten links, wo mit PSG direkt das nächste französische Team wartet. Doch Celtic hatte keine Angst vom großen Paris. Furuhashi, der hat Platz. Was ist das für ein Schuss? Oh mein Gott, der geht sogar rein. Spreizschuss des Schreckens einfach. Lol. PSG wollte antworten. Samba hielt aber überragend gegen Marquinhos. Und dennoch gegen Mbappé. Junge, was eine Maschine dieser Samba. Der war hier an dem Schuss von Mbappé einfach noch entscheidend dran. Das brachte das Fass für Mbappé zum Überlaufen. Er setzte zum komplett sinnlosen Foul von hinten an, bekam dafür rot und durfte
unter die Dusche. Und damit noch nicht genug, es kam sogar noch schlimmer für Paris, denn Ugarte sah kurz darauf für dieses dumme Foul auch noch die rote Karte. Yo, mit 2 roten Karten für PSG ist hier für Celtic jetzt wirklich was möglich. Und die Schotten hatten Chancen auf das zweite Tor. Donnarumma hielt aber stark und Hakimi gelang mit einem Gewaltschuss tatsächlich der Ausgleich für PSG. Die reguläre Spielzeit war zu Ende, es ging in die Verlängerung und dann dieser magische Konter. Celtic ganz frei durch, Spiel in die Mitte und Tor! Ich werd bekloppt. Die nehmen hier tatsächlich PSG raus. So sieht's aus, Freunde. 2-1 Sieg, fetter Gebietszuwachs und mal eben auch noch Kylian Mbappé und Robert Lewandowski geholt. Könnte schlechter laufen. Wie bei Schalke in der Tabelle. Was? Ich hab nichts gesagt. Super, echt super. Und so einen Sieg wie Celtic würde safe auch der nächste Angreifer, Atletico, nehmen. Für die Colchoneros wird's knackig. Es geht nach oben links. Gegen Dortmund. Die Borussia ging euch direkt durch ein Tor von Ex-Realspieler Valverde in Führung. Torwart Kobel stemmte sich gegen Atleticos Ausgleich und in Minute 70 knipste Luis Alberto zum 2-0. Das musste doch jetzt der Sieg für die Schwarz-Gelben sein. Denkste, Rodrigo de Paul gelang der Anschlusstreffer und in der Nachspielzeit gab es für Atletico noch die eine letzte Kontermöglichkeit. Griezmann spielt mit der Hacke in die Mitte und de Paul mit dem Ausgleich. Das gibt's ja nicht. Dortmund verschenkt dieses Spiel. Eine Chance hatte Dortmund in der Verlängerung noch, doch es musste wieder ein Elfmeterschießen her. Man konnte die Nervosität der Spieler bis weit in die Stadiontoiletten spüren. Oh, sag mal, geht's doch? Ich bin hier im Klo. Weg da. Aber wenn du schon mal hier bist, lass doch gerne noch ein Abo auf diesen Kanal da. Dankeschön. Und jetzt weiter gucken, Kollege. Und nach 3 erfolgreichen Elfern hielt Kobel den ersten von Thomas Lemar. Oh, ganz, ganz großer Schritt für Dortmund. Die nächsten 3 Spieler trafen ebenfalls und so hatte Koke schon Druck. Denn er musste treffen. Koke gegen Kobel. Kobel ist Sieger. Der BVB ist Sieger eines neuen Gebiets. Und Atletico ist raus. Außer Griezmann, Lorente, De Paul und Koke, die sind nämlich in beim BVB. Es wird langsam aber doch übersichtlich am Glücksrad. 6 Teams noch, 3 davon aus Deutschland. Jetzt muss aber Celtic angreifen. Aber es geht nach oben und da ist ein deutsches Team. RB Leipzig. Ah, perfekt. Und Olmo sieht für dieses Foul direkt mal rot. Celtic nutzt den Mann mehr am Feld und Mbappé macht die Minute 70. Alles klar. Celtic Glasgow, Freunde, mit dem Gebiet einer der Geheimfavoriten jetzt. Vor allem nach der Verstärkung mit Orban, Olmo, Schlager und Al-Musrat. Aber jetzt kracht so richtig am Glücksrad. Der FC Bayern muss nämlich nach oben angreifen und da wartet natürlich der BVB. Wir sind aber schon in Minute 86. Vini Junior hatte die eine Chance, doch Neuer war da und der Klassiker ging ins Elfmeterschießen. Ben Sebaini für Dortmund trifft. Harry Kane für die Bayern und auch der souverän. Griezmann kompromisslos. Bisher alle getroffen. Lautaro Martinez für die Bayern. Kobel hat ihn. Karim Adeyemi kann er treffen. Yes. Die Bayern etwas unter Druck. Serge Gnabry frech in die Mitte. Aber Dortmund macht das so souverän. Mats Hummels frech mit dem Lupfer in die Mitte. Ui, und Josh Kimmich muss jetzt treffen. Verschießt jetzt ausgerechnet Bayerns Kapitän. Nein, der hält die Bayern noch im Spiel. Oh, und jetzt hat Dortmund den Matchball und ausgerechnet Neuzugang Koke legt sich den Ball zurecht. Wir erinnern uns, der hat vorhin bei Atletico gegen Dortmund verschossen. Aber kann er jetzt die Nerven behalten? Koke trifft. Dortmund kickt die Bayern raus, hat ein ultra fettes Gebiet und rüstet den Kader mit Kane, Kimmich, Musiala, De Ligt und Di Lorenzo fast schon zu einer unschlagbaren Supermacht auf. Puh, durchatmen. Wir sind in den Final Four und jetzt muss schon wieder Celtic Glasgow angreifen. Und oben rechts gibt's da jetzt nur einen Gegner. Porto. Das Spiel war direkt hitzig und startete mit dieser strittigen Szene. Und jetzt seid ihr zu Hause als Schiedsrichter gefragt, Freunde. War das ein Foul an Orban oder nicht? Schreibt jetzt entweder ja Foul oder nein kein Foul in die Kommentare. Bonuspunkte gibt's für eine gute Begründung. Und Bonuspunkte gibt's auch für Porto-Keeper Diogo Costa. Der hat nämlich in dem Spiel einfach 3 oder 4 fast unhaltbare Bälle gehalten. Vor allem auf die Parade gegen Lewandowski hier. Da komme ich ehrlich gesagt bis jetzt nicht drauf klar. Von Porto kam hingegen gar nichts. Bis auf diesen Angriff in der 117. Minute. Gosens hat ganz viel Platz auf der linken Seite. Bringt die Flanke in die Mitte. Taremi! Herrlicher Volley mit links. Und das Tor aus dem absoluten Nix. Das war auch das Endergebnis. Porto wirft das starke Celtic aus dem Battle raus. Hat ebenfalls ein dickes Gebiet und krönt die Leistung mit Mbappé und Lewandowski als Top-Transfers. Damit waren es nur noch 3 und im vorletzten Duell muss jetzt nochmal Dortmund ran. Der Pfeil zeigt nach oben links. Ein Battle mit dem FC Porto um den Einzug ins Finale. Und wieder war es in diesem Duell Portos Keeper Costa, der mit 3 überragenden Paraden glänzte. Einmal war er zwar geschlagen, doch da rettete Joao Mario für ihn auf der Linie. Von Porto kam offensiv wieder fast nix. Aber
Eben nur fast. 88. Minute, Porto kommt nochmal. Taremi über außen, kann er die Flanke bringen? Die ist gut auf Mbappé! Und der knipst den Volley rein. Schon wieder. Was hat Porto hier denn bitte für eine Siegermentalität? Die Dortmund-Profis waren natürlich nach diesem Gegentor getroffen, gingen zu Boden. Porto schnappte sich das riesengroße Gebiet der Borussia und rüstete sich für das Finale auch noch mit Valverde, Bellingham und De Ligt auf. Und das große Finale im Champions League Battle lautet jetzt FC Porto gegen Galatasaray Istanbul. Und danke an FopMob, dank denen habe ich hier schon ein Widget am Sperrbildschirm stehen, damit ich dieses Spiel jetzt nicht verpasse. Und während sich das Glücksrad noch einmal dreht, um den letzten Angreifer herauszufinden, lade du dir jetzt noch kostenlos schnell FODMOB über den App Store oder den Google Play Store runter. Damit würdest du mich wahnsinnig unterstützen. Und apropos unterstützen, das werden jetzt auch alle Gala-Fans, denn die greifen im Finale den FC Porto an. Dieses Mal legte Porto aber besser los und kam gegen Gala zu guten Chancen. Doch immer war Torwart Muslera oder das Bein eines Verteidigers dazwischen. Gala fand offensiv aber überhaupt nicht statt und rettete sich mit einem 0:0 irgendwie in die Verlängerung. Dort hatte Ndombele die erste dicke Chance für die Türken, doch Torwart Costa machte in letzter Sekunde die Beine zu. Und apropos letzte Sekunde, Freunde, wir gehen gemeinsam rein in die 117. Minute. Bellingham, Konter von Porto läuft, spielt zurück auf Navarro. Navarro, der hat ganz viel Platz, wird nicht angegangen, sucht er den Abschluss, der sucht den Abschluss und der ist drin! Das gibt's nicht. Bruder, die treffen zum dritten Mal in Serie Sekunden vor Schluss. Und tatsächlich, das ist der Schlusspfiff. Porto gewinnt ein hochdramatisches Finale, ist König des gesamten Gebiets und Champions League Battle Champion 2023. Ein ultraspannendes Battle. Und du willst noch mehr davon? Dann klick auf dieses Video hier und wir sehen uns gleich wieder.